So, guten Morgen, willkommen zurück zu Spelleforce, Föhn des Schattens. Wir waren irgendwo hier stehen geblieben, irgendwo bei so einem leuchtenden Typen, Frau, Kerl, keine Ahnung. Ich muss mal kurz gucken, ich bin nicht letztes gegen meinen Mikrostundenständer gekommen, jetzt ist er ein bisschen verschoben. Im Geiste ja, aber nicht in Fleisch und Blut. Was ihr seht, ist nur eine Erscheinung. Ich sende euch meinen Geist, um mein Wissen mit euch zu teilen. Diese alten Kammern sind voller tödlicher Fallen. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ihr dürft nicht versagen, Sturmbote. Was erwartet mich hier? Die Uhrwerkhallen sind eine alte Festung der Zerbiten, die diese vor vielen Jahrhunderten mit tödlichen Fallen gegen den Verräter Hokan geschützt haben. Hokan erschlug ihren Anführer Angtar auf dem Schlachtfeld und ließ die übrigen Zerbiten in ihren gesicherten Festungen grausam verhungern. Ihre Geister sind immer noch hier. Und auch die Fallen, mit denen sie die Schätze ihres Wissens geschützt haben. Denn Hokan hat nie gewagt, diese Orte zu betreten. Für jede Falle gibt es einen Weg, wie sie überwunden werden kann. Aber bedenkt, dass hier euer Verstand gefragt ist. Die Zerbiten waren sehr erfinderisch im Ersinnen tödlicher Rätsel. Wie kann ich das Tor öffnen? Seht ihr den großen Stein nahe dem Tor? Ihr müsst die Zeiger dort in die richtige Stellung bringen. Das habe ich bereits versucht, aber nichts ist geschehen. Dann habt ihr die Zeiger falsch ausgerichtet. Dreimal verflucht, aber wenigstens habe ich nichts Schlimmeres damit bewirkt. Seid euch dessen nicht allzu sicher, Freund. In diesen Kammern kann jeder Fehler euer Schicksal besiegeln. Es mag sein, dass jetzt tief in diesen Kammern ein Schrecken freigesetzt wurde, der euch jagt. Oder eine Kammer füllt sich mit giftigem Dampf. Alles ist möglich in den Uhrwerkhallen. Seid also vorsichtig. Aber solltet ihr ein Rätsel nicht lösen können, dann gebt nicht auf. Setzt eure Kampfkraft ein und schlagt euch durch, wenn es der einzige Weg für euch ist. Aber ihr dürft nicht aufgeben. Ihr tragt das Licht unserer letzten Hoffnung. Der Zirkel hat mich nicht zum Versagen geschaffen, Schamanen. Aber wie bei den Schlünden des Bagagor soll ich jetzt diese vermaledeiten Zeiger einstellen? Der erste Zeiger muss nach links ausgerichtet werden. Der zweite Zeiger muss nach rechts ausgerichtet werden. Der dritte Zeiger muss nach links ausgerichtet werden. Der vierte Zeiger muss nach rechts ausgerichtet werden. Wow, das ist ja ganz stupide. Hätte ich es nicht gedacht. Vier drehbare Zeiger. Den ersten Zeiger drehen. Nach links ausrichten, ja bitte. Dann machen wir das Tor mal schnell auf. Was soll schon schief gehen? Nach rechts bitte. Und den dritten auch nach links. Wow. Okay, es ist sehr kreativ. Kreativer als im Uhrzeigersinn. Und jetzt geht das Tor, jetzt geht's auf. Ich wollte gerade schon sagen, das Tor geht jetzt trotzdem nicht auf. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Ich werde gleich wieder eingefroren. Ich habe schon diese ganzen nervenden Wölfe so auf dem Ohr, die überhaupt nicht laut sind. Habe ich schon erwähnt, dass ich letztens gegen meinen Ständer gekommen bin? Ich glaube schon. Deswegen ist er eventuell etwas verrutscht und ich klinge jetzt anders. Wahrscheinlich nicht, aber hey. Ich klinge immer gut. Die Uhrwerkhallen. Der Runenkrieger wird versuchen, sie zu durchqueren. Wir werden ihn aufhalten. Und wir müssen das Zepter der Winde finden. Ohne es können wir nicht mehr zu unserem Volk zurückkehren. Also weiter hinein. Aber seid vorsichtig. Die Zerbiten haben hier überall Fallen angebracht. Warte. Dieses Licht. Das bedeutet Gefahr. Thank you.
Skelette herbei. Vielleicht können diese Hebel die Falle ausschalten. Das Licht ist fort. Die Falle ist entschärft. Kommt jetzt! Besucher? Bleibt eine Weile. Bleibt für immer. Wow, eine überhaupt nicht lange Zwischensequenz. Überhaupt nicht. Oh Gott, wie oft gibt's denn das Ding hier? Einmal wäre ja langweilig, sechs. Was denn da hinten noch? Nichts. Ich hoffe mal, ich gucke erstmal hier rum. Ich will ja nichts verpassen, aber in diesem gigantischen Loch ist einfach nichts. Da ist einfach nichts drin, sehr schön. Einmal nichts, bitte. So, hier haben wir Untote. Hier haben wir noch mehr Untote. Und hier scheint es weiter zu gehen. Und da oben geht es nicht weiter. Also wenn das so ist, will ich erst mal oben lang. Funktioniert das Rätsel überall gleich oder nicht? Nein. Bin ich nur ein oder höre ich hier gerade merkwürdige Stimmen? Ach, das bin nur ich selbst. Kann hier die Karte verlassen und da runterspringen? Nein, ich glaube nicht, das geht. Hey, in dem Loch ist was drin. Der blieb wohl auch etwas länger. Der blieb zum Abendbrot. Es gab nichts. Köstliches Nichts. Oh, Moment, hier ist schon... Okay, wir haben hier jetzt... Gott, das dauert jetzt ewig. Boah, jetzt werde ich auch bei jedem Mal noch gefragt, ob ich den Hebel umlegen will. Wirklich? Okay, das macht das. Was ändert das? Das ändert mich das. Das ist so... Jetzt habe ich noch einen. Toll. Den Hebel umlegen. Lege ihn um, das Schwein. Ich könnte natürlich auch erstmal alle einfach so machen, ne? Alle so in die gleiche Richtung liegen und dann erstmal hier, ne? Du noch. Es müsste normal alles offen sein? Nein. Okay, es funktioniert überall anders. Sehr gut. Was macht denn der Hebel? Der Hebel macht hier die Reihe, wie es aussieht. Der macht hier. Was machst denn du? Mast hier irgendwie. Gott. Ich würde dafür Stunden benötigen. Das ist
auch nicht so wirklich. Ich habe keinen, der so außen rum geht. Das ist ganz schlecht. Nee, das ist es immer noch nicht. Das kann sich jetzt um Stunden handeln. Gott. Hilfe. Ich soll das mit mehr System machen, habe ich das Gefühl. Aber ach, System. Okay, das gibt mir das hier. Ist noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Nee, so möchte ich das auch nicht haben. Ich will, was will ich denn? Nee, so nicht. Das ist schon mal, ich will irgendwie, was macht denn der Hebel? Nee, das ist auch nicht das, was ich haben will, glaube ich. Hilfe! Stunden später. Jetzt habe ich hier einen Viererblock. Okay, der Moment. Wenn ich das jetzt umlege, dann geht hier die Reihe auf, oder? Aha, jetzt, die haben immer die gleiche Reihenfolge, okay. Okay, der macht hier so einen Viererblock. Ich brauche. Ich habe nichts, dass es in die Mitte geht, außer den in der Mitte. Leg mal den um. Nee, so nicht. Nee, so auch nicht. Verdammt, fehlt immer noch einer. Kann ich einfach durchlaufen? Nee, ich will die Erfahrungspunkte haben. Also, das aktiviert den. Dann hätte ich hier noch einen frei. Ich könnte. Nee, es geht auch nicht. Das könnte jetzt dauern. Ich hoffe, ich habe Zeit. Ich fürchte, ich werde heute nicht mehr Fortschritt machen. Ich werde dieses eine Rätsel lösen. Dann habe ich hier und hier einen. Ich bräuchte aber da dann noch einen. Dann nehme ich das aus, das aus da aktiv. Ich bräuchte das hier aktiv. Moment, so vielleicht? Jetzt fehlt mir halt noch der. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Verdammtes Spiel. Mal überlegen, habe ich den, da ist der aus. Das bringt mir, könnte ich den hier machen, habe ich die zwei an. Könnte ich, dann geht das wieder aus. Versuchen wir was Orthodoxes. Was Orthodoxes, ja. Schon klar. Ich lege einfach mal dich um. So. Dann dich. Nee. Gehen die aus. Das habe ich wieder eins übrig. Leck mich. So habe ich auch eins übrig. Ich will keins übrig haben. Spiel. Lass mich. So. Das bringt mich nicht weiter. Rätsel doch nur. Oh ja, das tue ich. Mach noch mal an. Und dann machst du mal den hier run. Und dann... Ein Scheißtrick weiter. Ha, nee, doch nicht. Ich hab's geschafft. Wow. Hey, ich will ich habe Erfahrungspunkte bekommen. Oh Gott. Ja, davon sind noch zwei. Oh Gott. Okay, aber jetzt weiß ich, wie das System funktioniert. Das heißt, es wird jetzt ganz viel nicht besser werden. So, mach das mal hier, ne?
Dann habe ich hier. Jetzt drücke ich mal den da. Und jetzt habe ich das hier. Bringt mir das was? Nee. Ich kann den Hebel umlegen. Und dann sind alle an, hey. Ich könnte das aus... Nee, das bringt mir nichts. Nicht den aus. Nee, den ausmache. Nee, Moment. Den aus, den... Nee. Das ist auch nicht das, was ich möchte. Ich möchte den ausmachen. Nee, das möchte ich nicht. Warte mal, das war diese Ausgangskonstellation. Wie hat er das vorhin gelöst? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie hat er das so gemacht. Ich glaube, ich habe das jetzt falsch gemacht. Nein, ich habe es richtig gemacht. Hey. Wow, ich habe mir was gemerkt. Ich bin toll. Nee. Wir wollen hier gar keine Schalter mehr umlegen. Aber ich glaube, ich bleibe gleich mal in der Ansicht, weil da unten habe ich den Spaß hier noch zweimal. Er war beim ersten Mal noch nicht lustig genug. Kann das Zeug kaputt schlagen, unterwegs etwas. Den werde ich zeigen, hier Gräber zu richten. Und ich habe gemerkt, man sieht in der Aufnahme meinen Mauszeiger mal wieder nicht mehr. Und ich weiß immer nicht, warum. So, irgendwelchen werden aus dem Müll aufgesammelt. Sehr gut. Noch mehr wertlos. Wow, das ist ja richtig billig. Ah, da ist auch das Made in America-Schild. Aha, natürlich. Das erklärt einiges. So. Wir wollen auch den Schrott noch mitnehmen und uns da hinten umgucken. Okay. Sexuelle Befriedigung, hey. Was soll denn der Unsinn? Ja, lass mal gucken, was wir jetzt auf einen Shot aufgesammelt haben. Ach, diese Beinlinge wieder. Moment, nee, warte mal. Ich sammle erstmal alles hier auf, so. Gut, ist hier sonst sowas? Nein. Oh, ich könnte mal auf sicher sichern, ne? Für den Fall, dass irgendwas katastrophal schief geht. Das vergesse ich immer wieder in letzter Zeit. Gut, ich habe noch nicht viel gemacht. Ich kenne auch viele Leute, die haben im Kopf, der Inhol ist. Aus einem Schacht, der in der Tiefe führt, dringt in einen Regelungsabstand unterbrochener Luftstrom aus dem Mund. Die Mundraum des Steinkopfes wirbeln Luft, erzeugt ein seltsames Rauschen. Im Inneren des Mundraums liegt eine Zunge, die von Luftstrom bewegt wird. Rauschen des Luftstroms lauschen? Okay. Okay. Ich nehme mal deine Steinzunge mit. Was auch immer ich damit soll. Egal. Tiaras, warum habe ich die nicht eingesetzt? Die haben bessere Rüstung, die Stärke ist weniger und die Ausdauer, aber die hat mehr Wendigkeit und Geschicklichkeit. Dann würde ich vielleicht mal wieder was treffen. Ne, ich tausche mal aus. Was haben wir hier noch so? Stärke geht runter, aber ich hätte auch mehr Wendigkeit. Aber Laufen geht auch noch runter. Und die Wände. Schwierig jetzt. Schwierig. Ich kann diesen Schrott nicht mal benutzen. Sabotage, große Kriegskunst, völlig uninteressant. Mondklinge. Ich habe eine Mondklinge gefunden. Mal wieder. Jetzt bin ich noch langsamer, hey. Wollen wir es mal ändern? Dann treffe ich vielleicht mal wieder die Gegner. Das wäre doch auch was Schönes. Stufe 15 finde ich hier, totaler Müll. Stufe 35, kann ich die irgendwo einsetzen? Nö, Schrott. Was habe ich denn da noch gefunden? Eine Luftmünze und eine Steinzunge, weil... Was soll ich mit einer Zunge anfangen? Egal. Wir gehen wieder in
Den Draufsichtmodus? Draufsichtmodus. So, irgendwie so war das, ne? Mal gucken, ob wir es nochmal hinbekommen. Oh, hey, ich bin so gut. Ich kann etwas kopieren, was der Computer mir gezeigt hat. Sehr gut. Ich werde es noch weit bringen in dieser Welt. Nein, nicht wirklich. Das funktioniert aber nicht mehr so einfach, habe ich das Gefühl. Gut, wir wollen, wir haben das hier. Wenn wir das aktivieren, wir das Ding, dann können wir... Ah, ich habe da schon eine Idee, leg mal den Hebel um. Und den Hebel legst du mir um und dann legst du mir den Hebel um und den Hebel und dann, hey. Wow.